Die ganze Stadt ein Stadion. Für die Fans eine einzige Gaudi, für die Polizei eine echte Herausforderung. Es wuselt in der Stuttgarter Innenstadt. Bis zu 30.000 Fans können hier zum Public Viewing kommen. Die 22-jährige Moesha und ihre Kollegen von der Einsatzhundertschaft müssen hier den Überblick behalten. Wenn man jetzt nur die Einsatzzeit anschaut allein, wird jeder Beamter hier in Stuttgart sagen, dass es ein bisschen Ausnahmezustand ist, würde ich mal behaupten. Lange Dienstzeiten, eine dynamische Lage. An diesem Tag stehen 3 Spiele an, 1 davon hier in Stuttgart. Die Einsatzkräfte müssen darauf achten, dass die gegnerischen Fanlager nicht aufeinandertreffen. Wir laufen halt einfach mal einmal drumherum und schauen mal nach vorne zum Ausgang zur Fanzone mal ein bisschen rein. Aufklärungsstreife rund um den Eckensee. Hier ist alles ruhig. Kurz vor Anpfiff hat sich das Fangeschehen ins Stadion verlagert. Die Dänen hat die Polizistin vorhin dorthin begleitet. Die waren cool drauf, waren tolle Fans. Was die Fans nicht mitbekommen, hinter der Fußballparty steckt ein komplexes Sicherheitssystem. Flugverbot über Innenstadt und Stadion, Drohnenabwehr, Überwachung aus der Luft und am Boden und rund 3000 zusätzliche Einsatzkräfte. Fast 2 Jahre hat sich die Polizei auf diese 4 Wochen vorbereitet. Das ein oder andere, das merkt man erst im Einsatz, klappt das oder nicht. Wir können auf jeden Fall bislang sagen, dass die Vorbereitungen absolut gegriffen haben. In minimalen Nuancen schaut man natürlich noch mal drauf, haben wir da Verbesserungspotenzial, das ist aber alles nicht sicherheitsrelevant. Unterstützt werden die Einsatzkräfte vom Sicherheitspersonal des Veranstalters. Gründliche Kontrollen an allen Eingängen. Für Besucher heißt es da, Zeit einplanen. Sehr streng, also das habe ich noch nie erlebt. Also ich finde es ja gut, dass die einen gut abtasten, so hat man schon ein besseres Gefühl auf jeden Fall. Ja. Ich habe kein murmeliges Gefühl. Nee. Solange alles friedlich läuft, wie es aussieht. Also. Es geben immer ein paar Idioten, da müssen wir mitlegen. Auf solche trifft Moesha heute nicht, nur auf friedliche Fußball- und kleine Polizeifans. Klar, die Einsatzzeit wird man irgendwann schon spüren, wir sind jetzt erst bei Tag 3, mal gucken, wie es noch abläuft. Aber sonst ist es eigentlich relativ cool, so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Nationalitäten da zu haben. Der erste Stresstest schon mal bewältigt. Die eigentliche Bewährungsprobe steht für die Einsatzkräfte am Mittwoch an. Das Hochrisikospiel gegen Ungarn in Stuttgart mit bis zu 250.000 Fans in der Stadt.